Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König Bube Dame Gast. Heute wollen wir ganz im Sinne der Apokalypse mit euch über eine kleine Sonderzwischenfolge reden, nämlich über die Kurzgeschichte bzw. Novelle Der Nebel. Diese findet ihr in Skeleton Crew unter anderem und sie passt halt inhaltlich sehr schön zum aktuellen Themenmonat der Geschichtenkapsel. Wir sind hier nicht der einzige Beitrag dazu. Ich werde euch auch die Geschichtenkapsel verlinken, damit ihr entsprechend alle anderen Dinge, die da irgendwie mit in Zusammenhang stehen, noch nachhören könnt, wenn ihr darauf Lust habt. Wen haben wir uns denn diesmal als Gast eingeladen? Das ist der Stefan, auch bekannt als Thanks for Nix. Und in diesem Sinne, hallo Stefan, es freut mich, dass du da bist. Hallöchen, guten Abend. Ansonsten ist wie immer bei mir der Jonas. Hallo. Und natürlich wie immer auch unser Flo. Hallo. Gut, dann würde ich sagen, Und fangen wie wir mit. immer ist natürlich die Dela, die sich immer vergisst. Hallo Dela. Hallo. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir doch damit erstmal an, dass Stefan, stell dich doch mal vor. Ja, ich bin der Stefan, Softwareentwickler. Befasse mich neben der langweiligen Anwendungsentwicklung zunehmend auch mit dem Thema selbstlernende Algorithmen, das heißt künstliche Intelligenz. Und ich bin ja zu dem Nebel aufgrund dieser Tatsache eigentlich gekommen. Also die Fernsehserie, die ja jetzt läuft, hat mich derart gepackt, dass das eigentlich alles so in mein Berufsfeld so mit hineinspielt. Und ja, ich hoffe, ich kann euch dazu vielleicht so ein bisschen nachher dann an Theorien ja, nahebringen. Wir freuen uns drauf. Es wird bestimmt spannend. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt in das Thema rein. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit der zeitlichen Einordnung. Flo? Im Supermarkt hat mir meine Muse plötzlich auf den Kopf geschissen. Das geschah wie immer, plötzlich ohne Vorwarnung. Ich war auf dem halben Weg durch den Mittelgang und suchte nach Brötchen für Hotdogs, als ich mir vorstellte, wie ein großer prähistorischer Vogel flatternd in Richtung Fleischtheke im hinteren Teil flog. Ich fand das urkomisch. In dieser Nacht schrieb ich die halbe Geschichte und den Rest in der kommenden Woche. Das war mein Zitat für heute. Das ist ein Falsches Zitat von... Buch, falsches Buch. Nein. Das ist ein Zitat, das King so über diese Geschichte gegeben hat. King hatte die erste große Schreibblockade seiner Karriere. Das war Ende der 70er, Anfang der 80er. Und diese Geschichte, so sagt er, hat ihm darüber hinweggeholfen. Er hat tatsächlich auch einen Sturm erlebt, wie er am Anfang dieser Geschichte vorkommt. Und auch er musste mit seiner Familie in den Keller flüchten und danach in den Supermarkt gehen, um Vorräte aufzustocken. Und da kam dann diese Eingebung. Die Geschichte wurde erstmals 1980 veröffentlicht in einer Sammlung namens Dark Forces. Sie war 1981 als Novelle für den World Fantasy Award nominiert. Und 1985 ist sie dann in der Kurzgeschichtensammlung Skeleton Crew in einer stark überarbeiteten Form erschienen. Das Buch ist in Deutsch, ja, es ist ein bisschen kompliziert. Es ist in drei Teilen rausgekommen, Skeleton Crew. Ursprünglich in dem Teil Im Morgengrauen war die Geschichte hier enthalten. Später gab es dann eine Komplettausgabe, bei der die Geschichte auch nochmal überarbeitet wurde. Die heißt Blut. Und es gab aber 1987 auch ein eigenständiges Buch, das bei der Edition Fantasia, einem sehr schönen Kleinverlag, der limitierte Bücher rausbringt, erschienen ist. Das Buch war damals auf 500 Stück limitiert, schön gebunden im Samtschuber. Und leider gab es Probleme zwischen Stephen King und dem Heyne Verlag und der Edition Fantasia, so dass die meisten Exemplare vernichtet werden mussten. Von dem Buch sind geschätzt etwa 80 bis 120 Stück im Umlauf und es ist eines der seltensten Bücher von King. Teilweise werden Preise von bis zu 1.000 € für dieses Buch bezahlt. Es fehlt mir in meiner Sammlung, also falls unsere Hörerinnen das haben, ich nehme gerne Geschenke an. Ja, das war nur so nebenbei. Jonas, erzähl uns doch mal, worum es geht. Die Geschichte sind die Aufzeichnungen von David Drayton, die er in einem Motel hinterlassen hat. Wie wir an diese Aufzeichnungen kommen, wird nicht weiter thematisiert und der Inhalt des Textes sind die letzten 4 Tage vor dem Niederschreiben. Es beginnt am 19. Juli 1980 und David sitzt mit seiner Frau
und seinem 5-jährigen Sohn Billy beim Essen, als ein Sturm aufzieht. Sie flüchten in den Keller des Hauses und als sie dann am nächsten Tag, als der Sturm vorbei ist, rauskommen, finden sie Teile des Hauses sowie ihr Bootshaus von den Bäumen beschädigt vor. Auch die Nachbargrundstücke und die Stromleitungen sind alle von den Sturmschäden betroffen. Nachdem David die Auffahrt dann von umgestürzten Bäumen befreit hat, fährt er mit Billy und dem Nachbarn Brent Norton in die Stadt, um im Supermarkt Vorräte einzukaufen. Der ist allerdings heillos überfüllt. Während sie an der Kasse anstehen, kommt ungewöhnlich schnell ein sehr dichter Nebel auf. Einige Schaulustige gehen den betrachten. Allerdings kommen viele wieder hereingestürzt, als vermehrt Schreie aus dem Nebel kommen. Eine stadtbekannte Antiquitätenhändlerin, Mrs. Carmody, warnt, dass draußen der Tod wartet und der Tag des jüngsten Gerichts angebrochen ist. Es zeigt sich dann im weiteren Verlauf, dass der Nebel bösartige Geschöpfe beherbergt. So wird ein Supermarktmitarbeiter von Tentakeln aus dem Laderaum geschleift und ein Kunde wird von einer Art Mischung aus Vogel- und Flugsaurier getötet, der trotz einer Barrikade durch die kaputte Schaufensterscheibe in den Supermarkt gelangt ist. Die fanatische Mrs. Carmody schart immer mehr Anhänger um sich und glaubt, den Nebel durch ein Blutopfer vertreiben zu können. Als David mit Bill und einigen anderen in seinem Auto fliehen will, treibt sie ihre Anhänger dann dazu, sich Bill zu schnappen und ihn zu opfern. Das wird allerdings verhindert, indem der stellvertretende Supermarktleiter Mrs. Carmody erschießt und die anderen ziehen sich dann zurück. Von den 7 Fliehenden erreichen nur 4 das Auto von David lebend. Die machen sich dann auf den Weg zu Davids Frau, kommen da allerdings nicht hin wegen lauter umgestürzter Bäume auf dem Weg. Und ja, sie fahren dann weiter und landen schließlich in einem Motel in Portland, in dem David diese Geschichte aufschreibt. Und von hier will er weiter nach Hartford, da er meint, dieses Wort in dem sonst ja nur rauschenden Radio aufgeschnappt zu haben und er hofft, dass da vielleicht noch irgendwas zu finden ist. Okay, danke dir für die Zusammenfassung, Jonas. Ja. Ihr merkt schon, also es ist eine Kurzgeschichte, beziehungsweise es ist eine Novelle. Sie ist nicht ganz so kurz wie die Sachen in Nachtschicht zum Beispiel. Aber es ist halt jetzt doch nicht ganz so substanziell wie der Roman im Allgemeinen. Generell muss ich aber sagen, mir persönlich hat die Geschichte ganz gut gefallen. Aber darüber reden wir ja dann gleich im Verlauf der ganzen Sache. Jetzt ist die Frage, wir würden wie immer erstmal mit den Charakteren anfangen und haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir erstmal nur den Hauptcharakter und vielleicht auch den Rest seiner Familie so ein bisschen zusammenfassen und dann im allgemeinen Gespräch über die anderen reden. Deswegen die Frage an euch, was haltet ihr von David? Was lest ihr in den Charakter so rein? Ja, man erfährt nicht viel, also ich glaube zu sehen, dass King sich selbst da ein bisschen beschreibt, nur halt nicht als Schriftsteller, sondern als Maler in dem Fall. Ja, aber als Charakter bleibt er ein bisschen blass. Er ja hat so ein bisschen manchmal den Eindruck, als wäre er ein Saubermann, als ob er ja einfach nur der gute, liebende Vater wäre. Aber ja, er hat auch Ängste um seinen Sohn sehr viel und ja, aber im Prinzip bleibt er mir etwas zu blass. Stefan? Ja, ich finde ihn gar nicht so blass, weil immerhin neben dem Saubermann-Image so dieses typische durchschnittsamerikanische Leben, was er so eigentlich so verkörpert, ertränkt er gerne seine Probleme in Bier. Da ist der Supermarkt natürlich willkommen. Ist er auch ein bisschen sehr aggressiv, so gegen seinen Nachbarn, den er nicht leiden kann, diesen Anwalt und betrügt auch seine Frau im Roman und gerade in so einer Situation dann mit einer anderen Frau zu schlafen, während er nicht weiß, was eigentlich mit seiner Familie los ist, da finde ich schon eigentlich vielschichtiger. Also wenn es jetzt nicht eine Kurzgeschichte wäre, könnte man da sicherlich was draus machen, sage ich mal so als Charakter. Ne? Mhm. Also die Grundlage finde ich schon ziemlich vielfältig angelegt eigentlich. Ne? Okay. Flo? Ja, die Figur erinnert mich an andere Väter, die wir schon kennengelernt haben. Ob es jetzt The Shining ist oder der Vater in Schreckgespenst. Gut, vielleicht nicht ganz so extrem. Aber wir haben hier wieder den Alkohol.
Also er ist mir eigentlich relativ unsympathisch, muss ich mal so sagen. Ja, wie soll ich es am besten ausdrücken? Ich mag ihn nicht. Er ist so eine typische Figur, der wir bei King ja mittlerweile schon ziemlich oft begegnet sind. Nur mit anderem Namen jedes Mal. Nur mit anderem Namen, genau. Und so ein bisschen anders, halt kein Lehrer, er ist halt Maler, hatten wir ja schon gesagt. Er ist... Man leidet nicht so gern mit ihm, sage ich mal so. Ne? Genau. Man folgt ihm, weil die Geschichte interessant ist, aber also ich würde keine Freundschaft mit ihm eingehen. Naja, ich werfe meine Theorie in den Raum. Wir haben ja schon oft die Theorie geäußert, King kann sich halt aus seinen eigenen Geschichten nicht raushalten. Wir haben halt immer den gescheiterten Lehrer, wir haben immer in irgendeiner Form den Alkoholiker, der sich selber nicht im Griff hat und seine eigenen Entscheidungen hinterfragen muss, ob er es dann tut, ist zweitens. Aber das fand ich in der Kurzgeschichte relativ extrem sehr deutlich. Also es wird hier sehr, sehr viel auf die Sauferei und auf das Bier eingegangen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese, das war ja sicherlich, Flo, du kannst das eher beurteilen, die Zeit ja. In Kings Leben, wo er auf jeden Fall auch viel mehr gesoffen hat als später dann. Genau. Ende der 70er bis Mitte der 80er war da die Hochzeit und das fällt genau da rein. Genau, und eben auch diese, ja, irgendwie diese Angst, dass mit den eigenen Entscheidungen, die er trifft, und er ist ja selbst Vater, King, dass er mit seinen eigenen Entscheidungen vielleicht auch sein Kind gefährdet, seine Familie in Gefahr bringt und so weiter. Aber andererseits eben auch diese, ja, ich will es nicht übersteigerte Sorge nennen, aber diese extreme Angst. Und es gleichzeitig aber trotzdem eben immer wieder machen, immer wieder dieselben Entscheidungen zu treffen und so weiter und so fort. Das habe ich in den Charakter durchaus sehr reingelesen. Also viel mehr noch als bei den anderen männlichen Charakteren bei King. Dazu mal eine Frage. Stephen Kings Vater, was hat er gemacht? Hat er auch geschrieben? Oder sowas Ähnliches in der Richtung gemacht? Weiß man da was drüber? Ich weiß es jetzt nicht. Also der ist, hat sich relativ schnell verpisst, aber... Genau, der ist irgendwann mal Zigaretten holen gegangen, als King 5 war oder so. Aha. Und dann war er weg. Weil keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Ja, weil dieser Charakter, dieser Drayton, der ist ja unzufrieden eigentlich mit seiner eigenen Arbeit, hat aber akzeptiert, dass er eben nicht so gut ist wie sein Vater oder nie so gut sein wird als Künstler. Als freischaffender Künstler und deswegen wäre es eine interessante Parallele, ob da der King irgendwie auch so familiär irgendwie sowas, solche Probleme hat, sage ich mal. Ne? Also direkt, dass jetzt da der Bab Künstler war oder auch Schriftsteller und er sich daran gemessen hat, das wäre jetzt nicht bekannt, aber sagen wir mal so, also die Tendenz, dem Daddy-Issues zu unterstellen, die würde ich unterschreiben und zwar nicht nur in dem Buch. Mhm. Ja. Und du sagst es selbst, er tut das, was er tut, wieder mal für seine Familie. Auch das hatten wir schon öfter. Wie passt für euch da die Sexszene in diesem Buch rein? Im Supermarkt? Ich hätte das einfach als inflationäres Ding abgehakt, dass quasi man merkt, okay, es ist akute Todesgefahr, also vermehre ich mich jetzt nochmal. Und zwar auf beiden Seiten, sowohl er wie auch die Frau, deren Name ich, Amanda, so heißt sie, ja. Mit der er sich da vergnügt, die ja auch verheiratet ist. Die einfach sagen, okay, es ist vielleicht die letzte Chance. An der Stelle, also meine Theorie ist ja dieselbe, wie ich sie schon bei Amok geäußert habe und wie ich sie auch schon bei Todesmarsch geäußert habe. Das ist halt genau dieses Ding, diese Nähe zum Tod, die dann in übersteigerten Sexualempfinden und Bedürfnissen resultiert. Das ist ein wiederkehrendes Thema, das King, glaube ich, überall hat. Und das Zweite, was ich noch hier sehen würde, das ist halt insofern ein wichtiges Handlungselement, weil es ja in letzter Eskalation dann auch diesen religiösen Eifer von der Antiquitätenhändlerin wieder ein bisschen befeuert. Also ich glaube, das dient mehr der Geschichte als allem anderen. Gut, wenn man es so sieht, ja, dann kann ich es akzeptieren, denn ich finde die Szene irgendwie unpassend. Ja, ich auch, wollte ich auch gerade sagen. Ja. Unpassend, unrealistisch eigentlich, so in so einer Situation. Genau. Ich glaube, das war nach der Tentakelaktion, sage ich mal, wo dann junger Mann da getötet wurde. Er ist schweißgebadet, macht sich Sorgen um seinen Sohn, aber ihm fällt dann nichts Besseres ein, als, sage ich mal, fremd zu gehen oder halt einfach einen schnellen Sex zu haben. Finde ich irgendwie so ein bisschen im Rahmen einer Kurzgeschichte nicht so ganz angebracht, auch so vom Dramaturgischen, ne? Überflüssig irgendwo. Ne?
Genau, das sehe ich auch so. Ich kann es verstehen, wie ihr gesagt habt, dieses evolutionäre Ding. Aber trotzdem finde ich es eine der überflüssigsten Szenen dieser Geschichte. Da stimme ich euch generell vollkommen zu. Bloß wie gesagt, es ist innerhalb des der King-Schreibweise und dieser Dinge ist es halt ein wiederkehrendes Thema. Diese Sex vor dem Tod und dieser extreme Gegensatz von drohendem Tod und Schaffen von Leben, das hat King halt, wie gesagt, in 3, 4, 5 Geschichten und das wird auch in Zukunft noch oft kommen. Und wie gesagt, was ich halt wirklich glaube, ist, dass das auch wichtig ist, um eben diesen puritanischen Standard, den dann eben diese religiöse Eiferin da reinzubringen, dem dient es halt einfach. Es ist ein dramaturgisches Element, aber man ein hätte es halt auch weglassen können. Ein Kontrapunkt hat er damit gesetzt. Genau, genau. Ja, ich würde mal auch sagen, er hat ja so seine Schreibblockade gehabt und da ist ihm so ein bisschen die Fantasie auch so durchgegangen, denke ich mal. Da wollte er einfach so ein bisschen Erotik mit reinbringen oder so, keine Ahnung. Aber ich kann es mir vorstellen, wenn man dann da so sitzt und wieder beginnt, eine Geschichte zu schreiben, wer weiß, wie viele Versuche hat er davor verworfen. Und dann ist ihm da wohl so ein bisschen auch, glaube ich, dramaturgisch der Gold durchgegangen und ist halt so sein Urtrieb, sage ich mal, auch der dann ein bisschen durchschimmert als Autor, ne? Ja, und wie gesagt, dann kommt halt auch noch dazu, überflüssige und schlechte Sexszenen haben wir halt gerne. Ich erinnere halt nur an Dead Zone, brauchen wir auch nicht drüber reden. Stimmt. Interessant finde ich, ich greife jetzt ein bisschen vorweg, Darren Bound hat in dem Film sich ziemlich nah das Buch gehalten, er lässt die Szene aber weg. Mhm. Jetzt die nächste Frage, wenn wir jetzt den ganzen Vaterkomplex mal rausnehmen und ausklammern, was haltet ihr denn von dem Kind? Ist das, wir haben ja oft die Diskussion realistische Kinderfiguren. Wie steht ihr zu dem Balk? Nervig, nervig. Nervig, ängstlich, also schon realistisch. Es ist für mich eines der unsympathischsten Kinder, die wir bis jetzt hatten. Und das will was heißen. Yep. Es kann sein, ich habe es nicht im Original gelesen, dass es auch mit der Übersetzung zu tun hat. Weil mir ging dieses Mutti Fati irgendwie auf die Nerven. Das hat nicht gepasst in diese Geschichte. Aber nee, das Kind ist hier. Wir hatten viele altkluge Kinder. Danny in Shining, beim selben Alter. Die waren alle noch realistischer als der hier. Ja, ich finde den auch total nervig und wirklich überflüssig eigentlich für die ganze Handlung. Es hätte mehr Sinn gemacht, wenn das Kind bei seiner Mutter geblieben wäre. So würde die Sexszene dann auch, über die wir gerade gesprochen haben, mehr Sinn machen, sage ich mal so. Aber dass dann das Kind dabei ist und ja eventuell das mitkriegen würde. Also ich finde die Figur an sich eigentlich für die Handlung völlig überflüssig und auch sehr nervig halt. Ne? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Kind und da passiert sowas, ich wäre neugieriger und würde mich dann nicht irgendwie in die Ecke verdrücken und rumweinen und rumquengeln und wie auch immer. Also ich würde mich da wahrscheinlich anders verhalten. Ich kann da nur von mir ausgehen. Aber ich finde es halt auch nicht so ganz realistisch und sympathisch, so das Kind, also die Darstellung. Naja gut, ich würde dir insofern zustimmen, das ist richtig, wie gesagt, das Bike ist nervig, brauchen wir nicht drüber reden. Ich habe aber auch, wie gesagt, noch kein sympathisches Kind bei King getroffen, ehrlich gesagt. Außer vielleicht Joe bei The Stand, aber da ist ja auch schon etwas älter. Aber ich würde dir widersprechen, dass das Kind für die Handlung irrelevant ist. Der macht zwar nichts, aber er ist halt der ganze Basiskonfliktpunkt, weil sonst könnte sich unser Hauptcharakter halt erlauben, entweder ich sitze das aus oder wenn ich halt Bock habe, den Helden zu spielen, dann gehe ich halt raus und es ist alles okay. Aber dadurch eben das Kind dabei ist und er diese Entscheidung auch für jemanden anderen treffen muss, ist es halt der eigentliche Konflikt im Buch, meiner Meinung nach. Mhm. Und das könntest du halt nicht machen, wenn du sagst, okay, das Kind ist halt hin oder bei der Mutter oder wie auch immer. Ja. Zumal ja das Kind dann auch am Ende geopfert werden soll. Weil wenn das dann irgendwer anders gewesen wäre, dann hätte David sich wahrscheinlich auch anders verhalten. Ich denke schon, es ist dramaturgisch ganz gut, dass das Kind dabei ist. Wenn es halt nicht so quengelig wäre, wäre es mir halt extrem lieber. Das ist auch etwas, das im Film dann wieder glücklicherweise nicht so ist. Dann würde ich sagen, haben wir die Hauptsequenz für den Vater und Dave allgemein mal abgehakelt. Dann würde ich sagen, reden wir allgemein über den Rest von der ganzen Truppe. Habt ihr im Anfang des Buches, lernen wir ja die Mutter noch kennen. Habt ihr zu der irgendeine Meinung oder ist die völlig egal? Die ist in meinen Augen vollkommen egal.
Man merkt, die zwei lieben sich, ja, aber mehr gibt's auch nicht. Sie ist halt der Punkt, warum David raus und wieder nach Hause will. Aber eine weitere Funktion sehe ich bei ihr nicht. Okay. Ja, sie ist ein Plotpunkt und kein Charakter. Also viel wird ja nicht dargestellt von ihr, weil sie auch eben nur am Anfang dabei ist. Halt die typische Ehefrau, amerikanische, sorgsame Ehefrau, sage ich jetzt mal irgendwie so. Ne, so. Mhm. Aber mehr ist ja da nicht rauszuholen, sage ich mal, aus der kurzen, in dem kurzen Auftreten. Ne? Habt ihr einen Charakter, über den ihr unbedingt reden wollt? Also ich persönlich würde gerne Barbara eben zu der religiösen Fanatikerin verlieren. Ich weiß nicht, wie hieß sie gleich? Mrs. Carmody. Genau. Was haltet ihr denn von der? Die fand ich ja eine recht interessante Figur im Buch. War halt die typische religiöse Fanatikerin, wie es ja auch schon in anderen Werken gab. Genau, den Charakter hatten wir eigentlich schon zigmal mittlerweile. wobei ich sie hier auch tatsächlich für einen interessanten Widersacher halte. Also sie gehört zu den interessanteren Figuren von denen, die im Supermarkt da so rumhängen. Mhm. Ja, sie ist die Hexe halt, ne? Und Hexen sind immer interessant, ne? Na, Hexe nicht unbedingt. Für Hexe ist sie ja eigentlich die, ich sag mal, in Anführungsstrichen moralisch überlegene Instanz innerhalb dieser Apokalypse. Ja, ich meinte jetzt, weil sie ja so, auch so Heilmittel verkauft oder zusammenmischt und so weiter, zusammenbraut und über Lieferungen da so Volksweisheiten äußert. Also sie ist halt eher der Johannes. Mhm. Sie ist der Johannes aus der Offenbarung, der halt das Ganze einordnet und kommentiert und Handlungsanweisungen gibt. Das fand ich halt unter dem biblischen Aspekt schon wieder interessant, aber ich stehe auf sowas. Mhm. Ja, schön. Okay, habt ihr irgendjemanden noch, über den ihr explizit reden wollt? Ich hätte noch den Filialleiter, den Olli. Mhm. Denn tatsächlich finde ich, dass das eine der wenigen Figuren ist, die tatsächlich so eine Lernkurve haben in der Geschichte. Von diesem zurückhaltenden, schüchternen, eigentlich auch recht langweiligen Charakter dann zu dem wird, der tatsächlich das Gewehr in die Hand nimmt und Miss Carmody erschießt. Das finde ich schon ganz gut, dass der halt in dieser Situation über sich hinaus wächst. Weil die meisten Figuren bleiben ja relativ gleich, genau. Ja, obwohl ich glaube, dass er quasi nicht über sich hinaus wächst, sondern das, was er sowieso schon in sich hat, rauslässt. Weil man bekommt ja mit, er war in Vietnam, ist Veteran, kann schießen, schießt auch in seiner Freizeit viel und ja, er ist halt ein zurückhaltender Mensch, aber er handelt, wenn es drauf ankommt. Hm. Ja, was ich halt ganz interessant fand, war, ich weiß gar nicht, das war glaube ich nicht er, das ist für sein Gehilfe. Dieser Typ, der die ganze Zeit durch die Gegend rennt und die Leute ermahnt, sie sollen ihm nicht sein Zeug klauen und das Zeug nicht wegfressen und so weiter und so fort. Aber das ist nicht der Filialleiter selber, ne? Das ist nur der Kassenangestellte. Nee, das ist der Brown, der Filialleiter, und der Olli ist sein sein Assistent, Stellvertreter. Das fand ich so schön, dass selbst in der Apokalypse es so pedantische Arschlöcher gibt, die sich nur Sorgen darum machen, ob jetzt ihr Toastbrot verschimmelt oder ob das einer zu viel für 50 Cent isst oder klaut oder wie auch immer. Das fand ich eigentlich eigentlich schön. Deutschland. Ja, das ist ein typischer Deutscher, ja. Nee, ich fand den schön. Es laufen sowieso viele von den Leuten im Supermarkt darum, die ja mehr Stereotype sind als Charaktere, aber ich glaube, gerade das passt auch gut. Weil so kann man sie wenigstens auseinanderhalten. Ja, das stimmt. Ja, auch der Anwalt da, der Nachbar, der ungeliebte Nachbar, den er nicht leiden kann, der Drayton, der ist ja auch so ein Stereotyp, halt so dieses Arschloch, so dieser Arschloch-Nachbar, sage ich jetzt mal. Der irgendwie mit seinem Anwaltssprech und seinem Gehabe ja versucht, die Situation auf seine Weise zu beherrschen oder wie auch immer in den Griff zu kriegen. Und das ist auch wieder so ein Stereotyp halt, ne? Aber ich denke, das ist halt auch dem Rahmen einer Kurzgeschichte dann geschuldet, dass die Leute so ein bisschen abziehbildmäßig dargestellt werden, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich sag mal so, ich stelle jetzt mal die Hypothese in den Raum, man kann in einer Apokalypse oder in einer ähnlichen Situation auch die Menschheit auf Archetypen runterbrechen, sage ich mal. Man kann eben auf die Mini-Gesellschaft runterbrechen, man kann auf die Leute runterbrechen, die die Dinge in die Hand nehmen, ob nur zum Guten oder zum Bösen. Man kann die Pedanten dazu zählen und halt die sich ihrem Schicksal ergeben. Also ich denke, man kann das schon ganz gut
Kategorisieren im Allgemeinen. Von daher fände ich das jetzt eher anstrengend im Rahmen der Geschichte und unglaubwürdiger, wenn man da wirklich die richtigen Geschichten dahinter erzählen würde. Denke ich auch. Und wenn man die Supergrippe hat, kann man sogar auf die Leute herunterbrechen. Aber das, okay, dann würde ich sagen, reden wir mal über die Geschichte allgemein. Fangen wir, wenn ihr nichts dagegen habt, mit der Anfangssequenz an, weil die fand ich eigentlich echt okay und echt hübsch. Weil ich muss sagen, diese Anfangssequenz, wie dieser Nebel langsam über diesen See kriecht und komisch aussieht und alles, das fand ich doch recht eindrucksvoll. Es ist sehr atmosphärisch beschrieben. Erst dieser Sturm und dann dieser langsam herankriechende Nebel und dieses Gefühl, dass irgendein Unheil sich nähert, das ist wirklich, also es gefällt mir sehr gut, der Anfang. Und vor allem, ich finde den Anfang halt wirklich auch gruseliger und spannender als die Tatsache, wenn die Viecher dann wirklich da sind. Das hat mich relativ wenig interessiert. Aber die reine Bedrohung durch den Nebel, wie da langsam rankriecht, das fand ich schon bedrohlich. Wie im Erzgebirge, ne? Ja, wieder heim. Nur wir haben weniger Wasser. Ja. Also mich hat das gar nicht so gepackt. Irgendwie konnte ich damit nicht viel anfangen. Ich konnte dem Ganzen auch irgendwie beim Lesen nicht richtig folgen. Ich habe da wie oft neu ansetzen müssen, um zu kapieren, was er da beschreibt. Also meins war es nicht. Also eigentlich ist es ja so, dass das King-typische, dieses traute Heim wird plötzlich und die Familie wird plötzlich herausgerissen durch ein Ereignis und steht vor was völlig Neuem und dem Horror, sage ich mal. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe dann so ein Haus am See in einer kleinen Stadt und dann kommt ein Sturm und reißt mir da, weiß ich nicht, meine Fensterfront weg, meine Panoramafront oder wie auch immer, ist schon ziemlicher Horror, sage ich mal. Ne? Das ist dann so ein richtiger Knall, der dann so kommt. Finde ich schon ziemlich heftig eigentlich. Ne? Also da fühlt man auch so ein bisschen mit, weil schön ist sowas, nein, nicht. Ne? Naja, und gerade, wie gesagt, ich habe da auch ein bisschen persönliche Erfahrung, wie Stefan schon sagte. Ich bin halt, wie gesagt, aus dem tiefsten Erzgebirge und wir haben halt den Spaß erlebt mit Kyrill damals. Ihr hier im Westen habt, wie hieß er? Ela war das. Ihr habt die Apokalypse hier mit Ela erlebt. Also sagen wir mal so, wenn man das einmal erlebt hat, wie es einem das Haus abdeckt und wie es Schneisen in den Wald haut und solche Dinge, und wochenlang nichts mehr fährt, weil überall die Bäume auf den Schienen liegen und so weiter, dann hat man, glaube ich, dazu schon durchaus einen Bezug. Und gerade die Amerikaner haben, glaube ich, mit dem Wetter sowieso noch ein bisschen einen anderen Bezug als wir. Also ich kann mir das echt vorstellen, dass das schlimm ist. Beziehungsweise ich weiß, dass das schlimm ist. Und trotzdem bauen sie nur Holz, ne? Ja, aber die wählen auch Trump, also was soll man von denen groß erwarten? Ja. Aber da fand ich das ganz nett in der Beschreibung, wie er sagt, dass der Sturm von 18 schieß mich tot oder 1912 oder sowas das Haus abgerissen hat, obwohl es aus Stein gebaut war. Mhm. Ja, gehen tut das alles, aber Stein ist ja auch, ich meine, wenn du mit Ytong baust, da ist jetzt auch nicht viel zu holen. Ja, aber es fand's interessant, dass das erwähnenswert war, dass quasi aus Stein gebaut wurde und es trotzdem zusammengefallen ist. Ja. Wo du gerade sagtest, 1850 oder so irgendwo rum, das war dieser schwarze Frühling, dieser ominöse, ne, der da bei King schon mal ab und zu erwähnt wird. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das überhaupt nicht bewusst. Ich weiß, worauf du hinaus willst, beziehungsweise, dass das halt auch in der Serie dann so angesprochen wird und vorkommt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre nicht eine einzige Anspielung eingefallen in den anderen Büchern, wo das vorkommt. Ehrlich nicht? Ich dachte, das ist kommt öfter vor, dass er da so schon mal so einige... Naja, er hat oft so wiederkehrende Ereignisse, diesen Erdbeerfrühling in der Kurzgeschichte hatten wir schon und so weiter. Aber das wird alles anders benannt und das ist alles nicht in der Jahreszahl jetzt explizit damit verbunden. Oder ich dachte, es wäre so ein verbindendes Element halt zwischen anderen Geschichten auch, dass eben dieser schwarze Frühling so erwähnt wird. Ich dachte, der wäre öfter, käme öfter zum Zuge von King aus. So. Das fällt mir jetzt auch gerade nicht ein, nee. Aber, also das Einzige, was mir einfällt, ist halt ein reales Ereignis, dieser 1816, das Jahr ohne Sommer, dass dieser Vulkan ausgebrochen ist. Es kann sein, dass King das irgendwo erwähnt, aber ich habe es jetzt nicht im Kopf. Aber das kann trotzdem durchaus sein, dass das, also innerhalb des King-Universums nichts, was mir bekannt wäre.
Aber es kann durchaus sein, dass es in der echten Welt und da so irgendwie Indian Summer und bla und diese ganze Wettermythologie, die die da bei den Amis auch haben, das kann durchaus sein, dass es das in der echten Welt gibt oder gab, dass das so eine Ami-Anspielung ist, die wir nicht verstehen. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal von der Szene weg. Wichtig ist zu erwähnen, dass hier schon erwähnt wird, dass es wohl auf der gegenüberliegenden Seite des Sees so eine ja, mysteriöse Militärgeschichte, Station, bla und so weiter gibt, wo niemand so richtig weiß, was da passiert. Hint, hint, distant. aber das ist vielleicht an der Stelle nochmal wichtig herauszuheben, dass das durchaus von Anfang an mit in die Diskussion gebracht wird, dass das damit zusammenhängt, das Ganze. Ich war auch erstaunt im Vergleich zu der Serie, die jetzt auf Netflix läuft, dass die Hinweise sehr konkret waren auf dieses Arrowhead-Projekt vom Militär da. Also das war ja schon mehr oder weniger klar, sage ich mal, dass da irgendwas schiefgegangen sein muss. Und das wird in der Kurzgeschichte, in der Kürze sehr viel konkreter gesagt, als tatsächlich halt in der Serie, dann die wird halt in die Länge gezogen auch. Und das fand ich schon interessant, dass der King dann so in so einer Kurzgeschichte das eigentlich so der Spekulation ein wenig den Raum nimmt, was denn der Nebel eigentlich ist, sage ich mal, indem er eigentlich schon die Hinweise darauf gibt, dass es dann eben wohl mit diesem Projekt da zu tun hat, was dieses Ominöse, ne? Genau. Naja, man darf halt dabei nicht vergessen, King ist halt in der Hinsicht nicht unbedingt politisch, aber er bringt halt gerne in seine Bücher so eine Agenda mit rein. Und das ist halt diese ganze, die Regierung ist im Zweifelsfall gegen uns und macht böse Dinge mit uns und verheizt uns und so weiter und so fort. Also das haben wir ja schon in mehreren Büchern, zum Beispiel, wie gesagt, The Stand. Diese ganze Kulturparanoia, die wird schon von King gerne mal propagiert, würde ich sagen. Also, Dabei darf man aber auch nicht vergessen, Ende der 70er, die Nixon-Zeit ist gerade vorbei, also es gab schon Gründe, daran zu glauben, dass die Regierung was Dreck am Stecken hat. Richtig. Anders als heute. Wollte ich gerade sagen. Schlimmer geht's ja nicht, ne? Nein, aber auf jeden Fall, das ist nicht unüblich, dass er das in den Büchern doch recht deutlich macht, was er davon hält. Mhm. Na gut, kommen wir dann zum eigentlichen Supermarkt. Wir gehen also dahin, wollen, weil wir müssen ja Bier kaufen, weil wir sind ja arme Menschen. Und wir sitzen dann in diesem Supermarkt, haben unser Bike mit und den unleidlichen Nachbarn, weil wir sind ja gute Menschen, wie ich schon erwähnt habe. Ja, und dann geht es Elend los. Wie habt ihr diesen ganzen Supermarkt empfunden? War das ein interessantes Setting? War das eine interessante Idee? Oder hättet ihr so anders hin verlagert? Wenn ich mich nicht irre, 1978 kam Dawn of the Dead raus. Mhm. Der große Zombie-Film, der in einem Supermarkt spielt. Außerdem Romero, wir haben ja die Verbindung zwischen King und Romero auch schon öfter besprochen. Ich denke, dass es was damit zu tun hat. Mhm. Und ich denke auch, dass gerade für so ein apokalyptisches Setting ein Supermarkt ein toller Ort ist, weil da haben die Leute schon mal, wenn sie wirklich festsitzen, eine Grundversorgung. Genau, da kann man sich dann auf die eigentlichen Probleme konzentrieren, auf das Zwischenmenschliche und so weiter. Mhm. Jonas? Ja, ich muss sagen, ich habe nicht viel anderes erwartet, weil ich die Serie vorher gesehen habe. Hm. Und da war es halt kein Supermarkt, sondern eine ganze Mall. Aber ja, als sie dann da waren, war mir klar, es gehört dahin. Ja. Da wird alles sich abspielen. Naja, ich gebe Flo halt an der Stelle vollkommen recht. Für den Aufbau der Geschichte ist das die sinnvollste Wahl. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mir dieses ganze Grundsetting irgendwie, ich weiß nicht, mir war das zu steril, mir war das zu komisch. Ich bin damit nicht warm geworden, aber das kann auch echt an mir liegen. Du gehst ja auch nicht gerne in den Supermarkt. Ja, eben, weil das sind ja nur bescheuerte Menschen und dann ist genau. Man am Ende mit denen eingesperrt. Das ist ja nicht der Sinn. Ja, das ist ja furchtbar. Ja. Vor, ein Horror. Das ist ja nicht der Sinn der Übung. Im Vergleich dazu, wir gehen ja dann im Verlauf der Geschichte in diese Apotheke, die ja, wie wir wissen, automatische Türen hatte, glaube ich, das war das Problem. Oder auf jeden Fall waren die Türen halt noch offen. Und da sind dann die Menschen da lustig abgemetzelt. Das fand ich zum Beispiel ein richtig geiles Szenario. Ja, das ist definitiv eine sehr spannende Szene, weil man eben aus dieser mittlerweile doch recht sicheren und sterilen, wie du schon sagst, Umgebung des Supermarktes halt mal rauskommt.
Ich muss dir aber auch widersprechen, ich würde auch nicht gerne im Supermarkt eingesperrt sein, aber gerade dass du da mit Idioten eingesperrt bist, das macht ja die Geschichte aus. Ja, wie gesagt, als Handlungselement ist das vollkommen logisch und in Ordnung. Okay, es ist übrigens an der Stelle mal lustig, dass wir einen Supermarkt als steriler empfinden als eine Apotheke. Das nur mal so am Rande. Aber gut, würde ich sagen, reden wir doch mal über die Monster. In der Kurzgeschichte, wie habt ihr die Monster empfunden? Ganz klar klassischer Lovecraftscher kosmischer Horror. Die Monster werden ja auch nie so wirklich im Detail beschrieben. Du hast hier mal Tentakel, du hast da mal Flügel, Viecher und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wird sehr viel der Fantasie überlassen und ich glaube, das ist oftmals gruseliger, als wenn jetzt beschrieben wird, was weiß ich, 3 Reihen Fangzähne und die Augen leuchten so und bla und du verstehst. Ja, habt ihr die Monster als solches denn als bedrohlich wirklich empfunden? Oder fandet ihr den Nebel das größere Problem? In dem Fall fand ich die Monster wirklich bedrohlicher, weil der Nebel hat die Monster ja eigentlich nur versteckt. Mhm. Also ich fand am bedrohlichsten die Menschen, aber das liegt vielleicht an mir. Und an zweiter Stelle würde ich auch sagen, kommen die Monster. Okay, Stefan? Ja, also ich fand die Monster bedrohlicher, weil irgendwo sind die ja so ein bisschen auch so die Urängste, die man so hat. So irgendwelche Fluchsaurier, Insekten, Flatterdinger, Tentakel. Ich glaube, zum Schluss ist auch irgend so ein riesengewaltiges Monster, das man von Weitem hört und dann plötzlich näher kommt. Das sind alles so eigentlich so Urängste, die man so eigentlich immer dann so projiziert. Auch so, wenn man so Nebel sieht als Kind oder so, dann ist das einem ja immer unheimlich. Ich meine, man erwartet jetzt nicht, dass da unbedingt Tentakel rauskommen, aber die Kombination zwischen Nebel und eben diesen klassischen Horrormonstern, sage ich mal, ist ja eigentlich ganz gelungen. Ne? Was habt ihr alle gegen Tentakel? egal. Übrigens, du hast gerade sehr sorgfältig das Wort Flatterfotzen vermieden. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, wir sind explicit gerated, also keine Angst, du darfst ja gerne alle Worte in den Mund nehmen, die dir in den Sinn kommen. Na gut. Ich hatte vorhin bei der Sexszene schon überlegt, ob ich nicht das Wort Tentakel benutzen soll. Ich dachte auch dran. Um aber auf meinen eigentlichen Punkt nochmal zurückzukommen, was ich damit sagen wollte, würde für euch die Bedrohung und die Kurzgeschichte genauso gut funktionieren, wenn man die Viecher von Anfang an so sehen würde, wenn der Nebel die nicht verstecken würde? Nee, das würde nicht so viel Spannung aufbauen. Weil dadurch, dass immer was Neues kommt, man weiß nicht genau was und man sieht die Gefahr eigentlich erst dann, wenn sie wirklich da ist, das braucht den Nebel. Und deswegen finde ich halt, ist der Nebel für mich zumindest das eigentlich entscheidende Element, weil es halt verhindert, dass du weißt, was auf dich zukommt. Ja gut, es ist halt das Zusammenspiel, weil der Nebel ohne die Monster wäre halt Nebel. Aber wie gesagt, für mich alleine hätten nur die Monster auch nicht funktioniert. Also. Nee, es gehört schon zusammen. Ja. Diese Frage, ist das jetzt nur ein Schatten, den ich sehe, oder fliegt da gerade ein Flugsaurier auf mich zu und will mich fressen? Ich meine, jeder von uns stellt sich diese Frage mal. Das ist hart. Nein, die eigentliche Frage ist doch, reiten Nazis auf den Flugsauriern? Die Frage müsst ihr euch stellen. Machen sie doch immer, oder? Gut, was ich interessant fand an der Geschichte ist, dass, Jonas, du hast am Anfang gesagt, dass diese Flugsaurier oder diese Viecher allgemein uns boshaft gesinnt sind. Dem würde ich persönlich sogar widersprechen. Ich glaube, die wollen nicht explizit was von uns, sondern die haben ja auch innerhalb ihrer Existenz, ihre Rangordnung und ihre Nahrungskette und so weiter. Und es wird ja dann auch beschrieben, wie eben dieser Flugsaurier sich so ein Insektenviech da krallt und so weiter. Ich glaube, die wollen eigentlich von uns erstmal grundsätzlich gar nichts. Wir sind halt einfach nur das am leichtesten zu erreichende Beutetier. Ja, ich meinte bösartig im Sinne von Fressfeinde. Also ja, es sind halt Tiere, die haben wenig mit Moralvorstellungen an sich. Da kann man mit gut und böse. Aber ja. ihr würdet das auch so sehen, dass die nicht explizit was von uns wollen, sondern die sind einfach da und haben Hunger und wir sind da und haben Pech. Ja, genau. Ich denke, dass diese Wesen so fremdartig sind, dass denen scheißegal ist, was für Menschen da rumlaufen. Die laufen da rum, die sind eine Proteinquelle. Genau. Kann man nehmen, aber wir beschäftigen uns mal hauptsächlich mit dem, was wir hier so haben. Genau. Okay, was ich auch sehr interessant fand, war, wie in der Geschichte diese Spinnen dann dargestellt wurden mit diesen ätzenden Spinnenfäden. Das fand ich eine echt geile Waffe, eine kreative Idee. Und das ist selten für King. Jetzt eine Frage für Flo. Ich weiß nicht, wir haben uns davor schon mal am Rande drüber unterhalten.
Kannst du dich noch an den Buick erinnern, an die Kurzgeschichte der Buick? Dunkel, ja. Ich eben auch nur ganz dunkel. Und es gibt im Turm eine Referenz auf den Buick, wo eben unter anderem diese Szene an dem Strand beschrieben wird, wo da auch so lustige Viecher rumkrabbeln und rumexistieren. Und aus irgendeinem Grunde, ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt reinlese, weil ich eben diese Kurzgeschichte noch so im Sinn habe und die Verbindung zum Turm. Aber glaubst du, das sind dieselben Viecher oder überdeute ich das? Es wird nie explizit irgendwo gesagt, aber es ist wahrscheinlich, also es ist gut möglich, dass diese Welten, durch die man mit dem Buick, kommen wir irgendwann mal dazu, da bekommt man auch so einen Ausblick in diese ja fremdartige, komplett fremdartige Welt, die so ähnlich ist wie das, was hier in unsere Welt hereinschwappt. Und wie du gesagt hast, auch im Turm gibt es ja da so einen Querverweis dazu. Also ich würde sagen, man kann ruhig die Theorie aufbringen, dass das zumindest sehr ähnlich ist. Naja, jetzt ist die Frage, sind die, also dazu kommen wir auch gleich in einer weiteren Diskussion, aber gehen wir mal davon aus, dass das wirklich eine, sagen wir mal, Dimensionsverschiebung ist oder wie auch immer. Da gibt es, wenn wir dieser Theorie folgen, zwei Möglichkeiten. Entweder diese Welt in Buick ist unsere Welt während dieser Apokalypse. Das ist Variante 1. Weil, wie gesagt, es spielt an einem unbenannten Strand. Oder Variante 2, die Welt in Buick bzw. im Turm ist diese, wo die Viecher herkommen, die aber mit unserer nichts zu tun hat. Welche Tendenz würdest du denn einschlagen? Ich würde sagen, das diskutieren wir, wenn wir den Buick gelesen haben, okay. Denn dazu ist das Buch zu lange her für mich. Das habe ich nicht mehr im Kopf. Weil ich fand halt diesen Ansatz sehr schön, diese Planet-Affen-Analogie mit der eingesandeten Freiheitsstatue. Das fand ich eigentlich eine nette Idee und das hat mir eigentlich auch das Buch deutlich versüßt, das damit im Hinterkopf zu lesen. Aber gut, dann würde ich sagen, die Diskussion mit Buick und Turmwelt oder Nicht-Turmwelt verschieben wir dann entsprechend auf ein anderes Mal. Gut, dann würde ich sagen, reden wir doch an der Stelle auch gleich über die Ursachen. Und jetzt, Stefan, kommt dein Einsatz. Ja. Jetzt ist nämlich die Frage, was glaubst du explizit, was ist da passiert? Warum ist das alles passiert? Wie ist das alles passiert? Und was glaubst du steckt dahinter? Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe zuerst die Serie gesehen und gleichzeitig ein Buch über ja die technische Entwicklung der letzten Jahrzehnte und was uns erwarten wird gelesen. Und das spielte eigentlich alles sehr gut ineinander. Und wenn man dann die Serie zeitgleich mit dem Buch gelesen hat, da wurden viele Konzepte halt vorgestellt von künstlicher Intelligenz, Nanotechnologie. Und tatsächlich hat das US-Militär Experimente unternommen, durchgeführt, die sich bezüglich intelligenten Staubs befassen. Man möchte mit Nanotechnologie halt Feinde ausspähen oder auch Netzwerke bilden hinter Feindeslinien und dazu hat das US-Militär intelligenten Staub erfunden. Also zumindest haben die sehr intensiv daran gearbeitet. Und das war so meine erste Idee bei der Fernsehserie, dass das eben so ein fehlgeleitetes Militärprojekt ist, wo einfach ein Unfall passiert ist und das Ganze an die Umwelt geraten ist, außer Kontrolle. Und sich dann eben weiter fortgepflanzt hat. Jetzt habe ich dann danach erst die Geschichte gelesen, die Kurzgeschichte, und die hat das so ein bisschen konterkariert. Deswegen habe ich da so ein bisschen Problem mit meiner Theorie aufrechtzuerhalten. Ja, aber das macht ja nichts. Es hängt ja trotzdem irgendwo alles zusammen und ich weiß nicht, ob sich King zu der Serie mal geäußert hat, aber er hat zumindest nicht widersprochen. Ja, also in der Serie war es für mich mehr oder weniger offensichtlich, dass dem Nebel, es wird ja in der Fernsehserie nicht immer jemand getötet, nicht zwangsläufig, es erscheinen auch immer andere Monster, nie die gleichen. Und irgendwie habe ich den Eindruck in der Serie, in der ersten Staffel, die wir bisher kennen, dass das immer persönliche, Dämonen sind oder Bestrafungen, die Leute heimsuchen. Zum Beispiel stirbt da dieser Priester, der in der Kirche falsch macht, sage ich mal, und sich auch als nicht so ganz guter Mensch herausstellt. Der wird dann von den vier apokalyptischen Reitern zum Beispiel heimgesucht. Während andere, die werden von Motten zerfressen und wieder andere werden da irgendwie durch irgendwas gekillt und man sieht nur noch ein Kadaver irgendwie ans Fenster flatschen und so weiter. Das scheint mir in der Serie zumindest
haben die das dann so weit konzeptionell gedacht, dass dieser Nebel die Leute immer auf eine Weise tötet, wenn er sie denn tötet, die sie verdient haben oder die mit ihrem persönlichen Horror halt zu tun haben. Ne? Da ist dann die Frage, wie kommt dieser Nebel eigentlich an diese Informationen von den Leuten? Und warum dauert es in der Serie immer so ungefähr 30 Sekunden, bis denn da was passiert? Ne? Und das wäre dann halt quasi die Verbindung, die du ziehst mit diesem intelligenten Staub und der künstlichen genau. Intelligenz also, und diesem Ding. Also die Experimente, die derzeit tatsächlich sogar durchgeführt werden, die gehen dahin, dass halt Nanopartikel entwickelt werden, Nanoteilchen, die wirklich so groß sind wie ein Staubkorn noch nicht mal, also durchaus mit Nebel vergleichbar sind, dass die ihre Energie aus der Umwelt ziehen auf verschiedene Weise, zum Beispiel menschliche Wärme oder Sonnenlicht oder irgendwelche anderen Sachen, und dass die sich selbst organisieren können und sich halt auch selbst replizieren können, das heißt sich selbst vervielfältigen können. Mhm. Und das ist eine Riesengefahr, das ist die größte Gefahr, der dem Menschheit eigentlich entgegensieht, dass diese Nanotechnologie, die durch 1000 Menschen arbeiten da derzeit dran und es braucht nur in einem Labor mal etwas schiefgehen und wenn sich diese Nanopartikel selbst replizieren und selbst in Milliarden, Billionenfach selbst erschaffen und kopieren können, wie das bei dem Nebel, der scheint ja überall sich auszubreiten und landesweit vielleicht sogar zu sein, man weiß es ja nicht, dann geht halt die Kontrolle verloren. Mhm. Also man hat dann als Mensch nicht mehr die Kontrolle über die Technologie, die man geschaffen hat. Und das finde ich so den interessanten Ansatz eigentlich. Das ist in dem King-Buch, wird das angedeutet, also dieses Arrowhead-Projekt, die machen irgendwas mit Atomen, wird da sehr deutlich gesagt halt. Und ich fand es sehr interessant, aber wie gesagt, die Kurzgeschichte ist 1980 entstanden und da gab es diese Technik noch nicht, da gab es noch nicht mal die Konzepte dazu, aber es ist, Nanotechnologie gab es da irgendwie 6 Jahre lang, 1974 wurde das erste Mal, glaube ich, so richtig beschrieben, was man sich darunter vorstellt in Zukunft und ich weiß nicht, ob der King davon Kenntnis hatte und sich da so weit Gedanken gemacht hat im Rahmen der Kurzgeschichte, aber es passt halt sehr gut zu dem Thema dieses tatsächlich existierenden intelligenten Staubs, der da tatsächlich vom Militär entwickelt wird in den USA. Ne? Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass das in der Serie tatsächlich damit zu tun hat. Bei der Kurzgeschichte, ich denke, dass der King eher so auf tatsächlich die Klassiker zurückgegriffen hat, die ihm wahrscheinlich bekannt waren. Also ich glaube nicht, dass der starke Alkoholiker King sich so mit Wissenschaft beschäftigt hat. Ja, aber wie kam er darauf, dass dieses Arrowhead-Projekt was mit Atomen ist? Ne? Also das ist eigentlich naja, nicht, ja, ne? Das Philadelphia-Experiment zum Beispiel fällt mir als Beispiel da ein. Es gab schon einige, ja. Ja, und vor allem, was man nicht vergessen darf an der ganzen Geschichte, wir haben ja gerade schon erwähnt, diese Monster sind sehr Lovecraft und allgemein da sehr angelehnt. Und Lovecraft ist auch eigentlich immer sehr mit Wissenschaft verknüpft. Also es schwingt da immer so ein leichter, technokratischer, wissenschaftsfeindlicher Beiton mit. Dass eben erst durch unsere Entdeckungs- und Sammelwut und so weiter das Böse freigelassen wird. Und Lovecraft war King durchaus ein Begriff und war da auch sehr fit drin, würde ich mal behaupten, einfach. Ich glaube, diese Grundidee, dass wenn wir uns unserer Intelligenz und unserer Neugierde, unserem wissenschaftlichen Raum geben, dass wir dabei aus Versehen irgendwas Dummes tun. Mhm. Ich glaube, der Gedanke jetzt unabhängig von Atom und Nano direkt als Thema, der Gedanke liegt bei King, glaube ich, schon sehr nah an der Oberfläche, allgemein. Dass wir, wenn wir zum Wissensdrang nachgeben, etwas Dummes tun. Da fallen mir gleich zig Punkte aus der Geschichte ein, Atombombe oder sowas. Ja, ja, also ich glaube, das ist nicht sehr weit hergeholt. Richtig. Und wie gesagt, sagen wir mal so, er hatte ja durchaus als Lehrer auch Kontakte zu gebildeteren Kreisen und da wird vielleicht auch der ein oder andere Physiklehrer in seinem Kollegium gesessen haben und solche Dinge. Also ich halte es nicht für ganz hergeholt, dass da vielleicht von solchen Ideen mal was gehört hat. Das kann schon durchaus sein. Das würde ich nicht abschreiben, die Idee. Würde mich freuen. Ja gut, vielleicht kommt ja irgendwann der Tag, dass er unseren Podcast findet und einen Deppen da ihm den übersetzt. Dann kann er sich ja dazu äußern. Demnächst alles über Google automatisch per künstlicher Intelligenz übersetzt und unsere Stimmen bleiben dabei erhalten oder so. Ne? Oh Gott, das will doch niemand. Dela auf Englisch, ne? Oh wei. Okay, würde ich sagen, Jonas, hast du dazu noch irgendwas zu äußern, zu der Thematik?
Nee, eigentlich nicht. Okay. Ich habe dich mit Spekulation ja immer ein bisschen zu. Ja, du bist immer die Stimme der Vernunft, die keine Dummheiten macht. Ja, man könnte auch sagen, ich sei fantasielos. Okay, ja, meine persönliche Theorie ist halt, mal völlig abgesehen von der ganzen Wissenschaftsseite, ist halt wirklich diese Verknüpfung zum Turm. Er hatte seine archetypischen Monster schon immer in irgendeiner Hinsicht, ob die jetzt von Lovecraft abgeschrieben sind oder nicht. Und ja, das sind halt Stereotypen, die er immer wieder einsetzt und die sich halt auch anbieten, eben sich mit anderen Welten zu verknüpfen. Ob das dann ein Dimensionsloch ist oder einfach die Balken des Turms und so weiter und so fort, das ist halt dann auch offen für Diskussionen. Aber eine richtige Theorie habe ich dazu auch nicht. Dann stellt sich jetzt die interessante Frage, wie würdet ihr denn auf diese und explizit auf diese Form der Apokalypse reagieren? Würdet ihr rausgehen? Würdet ihr euch in eurem Supermarkt ans Bierregal kuscheln und warten? Oder? Ich glaube, ich würde mich ans Bier halten. Oder den Wein, je nach Stimmung. Naja, da ich von Alkohol meistens Sodbrennen bekomme, würde ich vielleicht rausgehen. Aber Flo, bedenke, ich glaube, dein größeres Problem wäre nicht der Alkohol, sondern die Menschen. Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Ich glaube, ich würde mich wirklich aus dieser Frage stellen, ist der Nebel räumlich begrenzt? Das ist ja hier auch die große Frage ist. Oder ist er überall? Hm. Das heißt, kann man, wenn man ein paar Kilometer weiterfährt, vielleicht diesem Ganzen entkommen? Und ich denke, bevor ich da irgendwie lange im Supermarkt festsitze, will ich versuchen, ein paar Leute zusammenzutrommeln, mit denen ich klarkomme. Weil das ist, der Mensch ist immer das größte Problem bei den Apokalypsen. Und würde versuchen, ja, auf eigene Faust. Mhm. Weil ob ich jetzt im Supermarkt sitze und draufgehe oder ob ich versuche, was besser zu machen, das ist, ja, okay. Wäre es wert. Stefan? Ja, ich würde auf jeden Fall erstmal im Supermarkt so lange wie möglich bleiben und einfach mir noch ein bisschen mehr Fakten versuchen zu besorgen, also so sie sich irgendwie ermitteln lassen, ergeben. Mhm. Einfach zum Beispiel noch irgendwelche Versuche mit Funkgeräten, vielleicht die Hoffnung, dass Militär vorbeikommt und hilft oder wie auch immer. Man weiß ja nichts. Und wenn man nichts weiß, dann ist vielleicht die bessere Taktik, erstmal nichts zu tun. Da bin ich so ganz Katze und sitze erstmal in meiner Mupfel und guck erstmal, was passiert so. Ist natürlich die Frage, wenn man da schon so mit so sektenartigen Leuten dann zu tun hat und sich da solche Dinge da entwickeln, wie lange man dann noch die Chance hat. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht überstürzen, da in den Nebel rauszugehen, solange ich nicht etwas mehr darüber weiß, wie das Ganze abläuft, was dahinter steckt oder was zu erwarten ist vor allem. Mhm. Ne? Ja, also ich stimme dir da grundsätzlich zu. Ich würde mich auch davon rupfeln und würde mich in das neben das Tiefkühlregal setzen und meine Messer schärfen. Und um das Sektenproblem zu entgehen, ich würde mich dann einfach zum Orakel führen. Weil ich glaube, die Rolle des Johannes steht mir auch ganz gut. Oder der Cassandra, je nachdem, wie ihr möchtet. Und sagen wir mal so, mit dem einen oder anderen Menschenopfer, wenn es denn der Paranoia hilft, wir haben doch eh Überbevölkerung. Von daher, also ich glaube, so würde ich an die Sache rangehen. Das ist jetzt nicht unbedingt der moralische Weg. Aber es ist im Zweifelsfall der erfolgreichere. Sind aber, halt deine Fantasien. Ja, du. Ich meine, wenn man schon mal in so einer Darreichungsform kommt, dann muss man die auch zu nutzen wissen. Und ich glaube, wenn ich von der Apokalypse rede, glaubt man mir mehr, als wenn du das machst. Ja, das stimmt wohl. Und so dramatisch mit den Augenrollen und wuschelige Waldmädchenhaare und so, das kann ich eigentlich relativ gut. Ja. Irgendwo hin war dann auch noch irgendwie so ein Rotlicht oder Neonlicht, was dich in seltsames Licht taucht und der ganzen Szenerie dann einen gewissen Touch gibt, ne? So und so, wie gesagt, also das Ernährungsproblem ist ja relativ lang durchzuhalten. Ich meine, zu fressen haben wir genug, ansonsten sind da ja so 20 Mann in dem Supermarkt, das reicht nicht. Hm. Mir fällt gerade ein, wo du Ernährungsproblem sagst, durch die Wasserleitung kann da nicht auch Nebel kommen? Irgendwie? Ja, der Nebel schon, aber nicht die Viecher halt. Also in dem Fall ist es ja so, dass hier nicht unbedingt der Nebel das Böse ist, sondern der Nebel ist nur verdeckt. Das ist in der Serie ein bisschen anders, da hast du vollkommen recht, weil in der Serie ist es halt eher ein psychotropes Ding. Mhm. Aber in der Kurzgeschichte selber verdeckt der Nebel ja nur. Mhm, ja. Stimmt, ja. Und die können wahrscheinlich nicht durch die Wasserleitung oder durch die Lüftungsschächte. Mhm. Weil mich wunderte die ganze Szenerie, sowohl in der Serie als auch im Buch vor allen Dingen,
das ist ein einfacher, sag ich mal, jetzt aller Welt Supermarkt, und dass der so luftdicht ist und, ja, und keine Ritzen hat, sage ich mal, finde ich sehr seltsam. Also es wird auch im Buch, in der Kurzgeschichte ja gar nicht so thematisiert, dass dieser Nebel sich ja halt jede Ritze sucht und sobald der irgendwie reinkommt, sozusagen, ist der Horror da. Mhm. Das ist halt auch der Kurzgeschichte geschuldet. Aber ich finde es halt unrealistisch, dass das so dicht alles gehalten werden kann. Ne? Also ja, wir haben ja die Apotheke mit den offenen Türen und so weiter, ist klar, da ist sofort der Nebel drin gewesen. Aber so ein Supermarkt, ich habe noch keinen Supermarkt gesehen, bei dem ich das Gefühl hätte, der hat luftdichte Türen und da ist nicht irgendwo eine Ritze irgendwo in einem Lagerraum oder so. Naja gut, da weiß ich jetzt nicht, wie schlimm da die Amis sind mit ihrer ganzen Manie für Kühlgeräte und Air Conditioning und den ganzen Mist. Aber wie gesagt, in der Kurzgeschichte ist das auch nicht unbedingt das Problem. Da darf halt die Lücke nicht groß genug sein, dass irgendein Insekt durchpasst. So. Genau. Ja. Aber in der Sache gebe ich dir durchaus recht, da halte ich das auch für idiotisch. Ja, jetzt haben wir darüber geredet, wie ihr euch verhalten würdet. Also wie gesagt, ich persönlich würde da auch nicht draußen rumfahren und auf gut Glück hoffen, dass da eventuell sich was findet. Fandet ihr denn den Entschluss, jetzt unabhängig davon, wie ihr reagieren würdet, fandet ihr den nachvollziehbar, auch diese Hoffnung, nur wegen dieses einen eventuell gehörten Wortes auf der Radiostation dahin zu fahren? Ja, ist genauso gut wie jedes andere Ziel. Hm. Ja, der Mensch klammert sich halt an die kleinsten Hoffnungen, ne? Anscheinend. Genau das denke ich auch. Dass die Hoffnung, dass da etwas Besseres ist. In The Stand hatten wir die Hoffnung, dass im Seuchenschutzzentrum noch Menschen sind. Deswegen haben sich die Leute aufgemacht. Ist ja auch beliebtes Thema bei allen Zombie-Serien im Moment. Irgendwo ist noch ein Labor, wo das Gegenmittel entwickelt wird und so weiter. Ne? Irgendeine Hoffnung braucht man ja. Dann würde ich sagen, diskutieren wir mal über das Ende vom Buch. Ihr habt jetzt alle in der einen oder anderen Form entweder den Film gesehen oder die Serie gesehen und das Buch gelesen. Im Vergleich dazu, über die Serie und den Film reden wir dann gleich. Aber wie befriedigend findet ihr das Ende? Es ist halt ein relativ offenes Ende. Ja, aber offene Enden sind halt meistens unbefriedigend. Und vor allem bei King. Ja, ich denke, es ist schon ganz gut, dass er ja keine Auflösung für die Geschichte hat. Er deutet ja hier im Buch das Ende an. Ich habe doch noch ein Zitat, fällt mir ein, das nehme ich dann jetzt. Wir waren 4 Personen im Auto, aber wenn es zum Schlimmsten kommen sollte, werde ich für mich selbst auch einen anderen Ausweg finden. Mhm. Also er hat noch 4 Schuss in seiner Waffe. Ne, 3 Schuss. Genau, und 4 Personen. Genau. Also hier ist das Ende noch relativ offen. Soll ich gerade den Film noch? Ja, weil dann, fang ich an. Dann machen wir das ruhig auch, weil das ist der große Unterschied, nämlich da geht Derek Bond noch ein klein bisschen weiter. Das heißt, er erschießt die anderen im Auto und seinen Sohn auch, weil es keine Hoffnung mehr gibt. Es steckt sich die Waffe in den Mund und hat keine Munition mehr. Plötzlich fährt ein Militärfahrzeug vorbei und er steigt aus und der Nebel lichtet sich und es ist doch noch Hoffnung da und es wird trotzdem noch besser. Und er hat gerade seinen Sohn getötet und so weiter. Also er geht den Film noch ein Stückchen weiter. Dumm gelaufen, ne? Ja. Aber ich finde das Ende eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Man fragt sich natürlich, wie die Geschichte in das Hotel kommt, aber ich glaube, das kann man auch verzeihen. Ja. Dann an der Stelle würde ich dich gleich ergänzen. Ich habe nämlich ein Zitat aus Dans Macabre gefunden. Ja, ich weiß, ich kann das Buch nicht aussprechen. Das werde ich auch bei der Folge dann fürchterlich bereuen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich zitiere. Der Nebel, Originaltitel The Mist. Es geht um den Film. Das Ende wird ihnen das Herz herausreißen. Aber das Leben tut letztendlich nichts anderes. Frank Darabonts Vision der Hölle ist völlig kompromisslos. Glauben Sie mir, wenn Sie es gerne süßlich mögen, erfüllt Ihnen das Hollywood-Establishment im Kino diesen Wunsch nur zu gerne. Aber wenn Sie etwas sehen möchten, das echt wirkt, dann schauen Sie sich diesen Film an. Er hätte das Ganze auch mit höherem Budget machen können, doch er weigerte sich, ein fröhliches Alles-ist-gut-Kinderchen-Ende zu drehen. Seine Integrität und sein Mut glänzen in jeder Szene. Also, das war ein King-Film, den ja King sogar mal sehr gut fand und den ich zumindest auch nicht ganz beschissen fand. Und das heißt was. Deswegen wollte ich das an der Stelle gleich nochmal mit anführen. Jonas, wie warst du jetzt von dem Ende? Offene Enden sind unbefriedigend. War, glaube ich, die Quintessenz, ne? Ja, genau. Okay. Gut, Stefan, du hast von uns allen, glaube ich, am meisten die Serie geguckt.
In der Serie wird das Ganze ja ein bisschen anders aufgelöst. Kommst du darauf nochmal kurz zurück? Ja, also das Ende sieht so aus, dass sie sich natürlich auch auf den Weg machen, beziehungsweise haben die ja gelernt, sag ich mal, zeitlich begrenzt sich in dem Nebel zu bewegen und da durchaus ja Möglichkeiten zu finden, zum Beispiel Auto zu wechseln, in Häuser zu gehen, sich Vorrat zu besorgen. Und ja, die fahren dann durch die Gegend, landen dann am Bahnhof zum Schluss und sehen dann, wie das US-Militär, anscheinend Militär, also irgendwelche Menschen in orangenen Anzügen mit Schutzanzüge, mit Mundschutz und so weiter, sehr mysteriös halt Menschen abladen am Bahnhof. Und es sieht so aus in der letzten Szene, dass man dem Nebel Menschen zum Fraß vorwirft, sozusagen, um dem Nebel zu nähren. So sieht es so ein bisschen so aus, so wie so eine Opferdarbringung oder so. Mhm. Und deswegen hatte ich dann auch verstärkt die Theorie eben, dass dieser Nebel eigentlich sowas ist, so ein außer Kontrolle geratenes Experiment, und man muss jetzt mehr oder weniger wird die Welt gereinigt von allen schlechten Menschen, sozusagen. Das heißt, die Menschen werden dazu schon gebracht, dann eben diese Opfer darzubringen, weil es sowieso zwecklos ist, sich gegen diesen Nebel zu widersetzen. So stellte sich mir das Ende so dar. Also ziemlich hoffnungslos eigentlich. Ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass das Experiment eigentlich einfach nicht schiefgegangen ist, sondern im vollen Gange ist. Und so geplant war. Genau, und die weiter experimentieren, indem sie den Nebel füttern, dass er existiert. Mhm. Und vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung, aber ich dachte, die orange Kleidung wäre die von den Menschen, die reingeworfen wären. Das habe ich dann direkt mit Gefängnisinsassen in Verbindung gebracht. Ja, kann man nicht so genau sagen, wer das ist so eigentlich, ne? Mhm. Das Doofe ist, ich lese gerade, es wird keine zweite Staffel von Der Nebel geben. Genau. Das heißt, nein. Bin ich etwas traurig drum, bin ich ganz ehrlich. Ich habe es gerne geguckt, auch wenn es Längen hat, aber ich habe mir gesagt, es wird seinen Sinn haben. Und so ganz langweilig fand ich es eigentlich nicht. Und die Theorien, die man da so drumherum ranken konnte, und jetzt ist man wieder, steht man wieder vor dem Phänomen, was war das eigentlich? Ne? Das ist ein bisschen unbefriedigend. Sie ist positiv, so kann ich doch niemand deine Theorie zerschießen. Ja, bis irgendwann in 30 Jahren dann wieder einer den Versuch unternimmt und es verfilmt. Ne? Raul, sag ruhig. Die Katze ist am Miauen. Na gut, wie gesagt, also ich persönlich kam jetzt mit dem Ende in der Kurzgeschichte auch nicht so ganz klar, weil das ist so nichtssagend. Das ist, also da wäre es interessanter gewesen, wenn sie die wirklich als Menschenopfer abschlachten und so weiter. Oder wenn es wenigstens so endet wie im Film, dass er sich halt versucht selber zu erlösen oder wie auch immer, und dann dieses obligatorische Haha. Das hätte ich auch interessant gefunden und schön gefunden, aber das Ende, das im Buch gewählt ist, fand ich eher so. Habt ihr jetzt zur Kurzgeschichte an sich erstmal was zu sagen? Sonst würde ich noch über die Symbolik kurz reden. Ich hätte vielleicht noch gerade was über den Titel. Okay. Im Original heißt die Geschichte ja The Mist. Und Mist ist, ja klar, bedeutet Nebel, aber bedeutet in der Regel so einen leichten Nebel nur. Mhm. Wenn es wirklich so diese Nebelwände sind, wird der normal im Englischen das Wort Fog verwendet. Es gab aber bereits einen Horrorfilm, The Fog, von John Carpenter, und deswegen wird vermutet, dass King, um da Verwechslungen vorzubeugen, dann den Titel gewählt hat, The Mist. Was übrigens nicht ganz dumm ist, weil ich kenne mindestens 3 Menschen, die bei dem deutschen Titel dann bei der Neuverfilmung völlig darauf reingefallen sind und sich dann aufgeregt haben, dass es nichts mit dem Carpenter-Film zu tun hat. Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wenn ihr nichts dagegen habt, ganz kurze Symbolik, ist auch diesmal nicht viel. Wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, was hier, glaube ich, ein ganz wichtiges Element ist, ist dieser ganze Puritanismus, also dieser ganze, ja, christlich geprägte Aberglaube, auch eben dieses, dass die, ich glaube, Amanda, Jonas, hieß sie Amanda? Die Affären. Ja, genau. Ja, genau, die hieß so. Dass die halt auch diese apokalyptische Hure und so weiter und so fort, diese ganze puritanische Weltanschauung, die da zur Schau kommt, das fand ich ein recht hübsches Element. Hat jetzt mit Symbolik so viel nicht zu tun, aber und ansonsten natürlich die Nebel und diese wiederkehrenden Wettererscheinungen, diese Dinge, ja, die Natur, die uns reinigt, die Natur, die uns bestraft, die Machtlosigkeit, mit der wir der Natur gegenüberstehen, und gleichzeitig eben dieser Rückfall, dass wir, sobald wir uns machtlos fühlen, automatisch wieder in archaische
Dinge zurückfallen, eben zum Beispiel Menschenopfer und so weiter und so fort. Das fand ich an der Stelle ganz hübsch. Natürlich ganz abgesehen davon, Nebel, der Dinge verdeckt und versteckt und verhüllt, gleichzeitig zu den inneren Dämonen, die wir ja auch vor uns selbst und vor der Welt verstecken und solche Dinge. Ja, aber wie gesagt, also sonderlich viel Mühe mit der Symbolik hat er sich an der Stelle nicht gegeben. Da fand ich die Ideen in der Serie deutlich kreativer, dass man eben wirklich die Leute mit ihren eigenen Ängsten killt. Gut, habt ihr Ergänzungen zur Symbolik? Nee. Dann würde ich sagen, kommen wir kurz zu den Zitaten. Habt ihr denn welche? Ja, ich habe ein paar. Ja, dann fang an. Kerzen sind etwas Komisches, wissen Sie? Man legt sie jeden Frühling bereit, weil man weiß, dass ein Sommersturm die Stromversorgung lahmlegen kann. Und wenn es dann soweit ist, sind sie unauffindbar. Flo? Meine hatte ich schon. Okay. Stefan, hast du eins? Nein, ich habe keins. Ich habe, glaube ich, vergessen, mich um Zitate zu Du musst dich nicht schämen. Ich habe auch keins und das ist, glaube ich, eine Premiere. Aber es waren aber auch nicht jetzt so irgendwelche hochdramatischen Sätze, die man irgendwie jetzt zitieren müsste, finde ich, so in der Geschichte. Ne? Okay. Jonas? Ja, ich habe dann jetzt noch drei. Dann fang an. Alte Bäume wollen einen verletzen. Und ich glaube, sie würden einen sogar töten, wenn sie es könnten. Mhm. Dann wissen Sie, was Talent ist? Der Fluch der Erwartung. Als Kind muss man sich damit befassen, ihn irgendwie zu schlagen. Wenn man schreiben kann, glaubt man, Gott hat einen auf die Welt geschickt, um Shakespeare wegzupusten. Und wenn man malen kann, glaubt man vielleicht, ich jedenfalls, dass Gott einen auf die Welt geschickt habe, damit man seinen eigenen Vater übertreffe. Sogar ein Zombie, der durch die Nacht schleicht, kann sehr erheitert wirken, im Vergleich zu jedem existenziellen Horror, dass die Ozonschicht sich unter dem vereinten Angriff einer Million Deodorant-Spraydosen verflüchtigt, die Fluorkohlenwasserstoffe enthalten. Ich habe nur ein Zitat, das ist aber auch schon fast die Überleitung zum nächsten Thema, nämlich... Die Toten wandeln und reden. Eine Rose fängt an zu singen. Und wie vielleicht der eine oder andere geneigte Hörer schon gemerkt hat, das ist halt eine relativ eindeutige Turmreferenz, zumindest meiner Meinung nach, was halt wieder diese ganze Theorie stützt, ob es jetzt eine Turmwelt ist oder nicht oder wie auch immer. Aber ansonsten habe ich auch keine Zitate mehr. Dann würde ich sagen, reden wir noch kurz über die Querverbindungen. Außer den Turm, habt ihr da noch welche gefunden? Ja. Und zwar eine, die es nur im englischen Original gibt, weil sie aus dem Deutschen wieder raus übersetzt wurde. In der Kurzgeschichte Hausentbindung, eine Zombie-Geschichte, bei der eine Kreatur auftaucht, die Star Wormwood genannt wird. Und in der deutschen Fassung wird einfach der Höllendrache genannt und der Nebel. Im Original wird aber auch hier Star Wormwood genannt. Okay, ansonsten hätte ich noch eine gefunden. In die Arena liest ein Charakter namens Joseph McClatchy ein Webblog mit den Theorien über die Kuppel. Und ein Schreiber in diesen Blogs vergleicht eben die Situation mit dem Film Der Nebel. Also mit dem Film, mit der Verfilmung, nicht mit dem Buch. Dann wäre das auch das, was ich zu den Querverbindungen gefunden habe. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen nächsten Hauptpunkt, nämlich die Verwertungen. Und da erteile ich erstmal dem Flo das Wort grundsätzlich. Wir haben ja schon in Ansätzen drüber geredet. Machen wir erstmal das, was es nicht gibt. Es gibt kein Hörbuch. Mhm. Genau, zu wenigen Sachen, die keine Hörbuchfassung haben. Und dann gibt es einen Film von 2007. Regie und Drehbuch Frank Darabont. Wir haben jetzt einiges drüber geredet. Es hält sich ziemlich nah an die tatsächliche Geschichte. Thomas Jane ist ja die Hauptfigur. Man kennt ihn vielleicht aus der Serie Hang oder aus dem Punisher. Das ist der Hang-Typ, natürlich. Entschuldigung. Danke, dass du mir das sagst. Ich habe die ganze Zeit gerätselt. Des Weiteren haben wir Laurie Holden dabei als Amanda Dumfries. Die kennt man aus The Walking Dead. Ich kenne sie noch aus Akte X. Und diverse andere Leute, die auch in verschiedenen King-Verfilmungen mitgespielt haben. Darabont wollte eigentlich einen Schwarz-Weiß-Film drehen, da war das Studio dagegen. Aber es gibt DVD-Versionen, wo du umstellen kannst zwischen Farbe und Schwarz-Weiß. Auf meiner leider nicht, sonst hätte ich es mir mal angeguckt. Wir hatten schon gesagt, King war ziemlich zufrieden mit dem Film. Es gibt auch einige Hommagen an King in dieser Geschichte. Zum Beispiel die Bilder, die David malt, ganz am Anfang des Films. Mhm. Da ist zum Beispiel das Bild, an dem er malt, ist der dunkle Turm.
Roland, eine Rose. Also man erkennt schon King-Motive. Es gibt auch andere Motive, die dann so im Hintergrund stehen. Kings Radiosender wird auch mit einem Schriftzug auf dem T-Shirt erwähnt. Es gibt verschiedene Schlagzeilen, die auf King-Werke hindeuten, so in den Zeitungen, die im Supermarkt im Regal liegen. Aber es gibt kein richtiges Cameo, oder? Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Nein, er ist tatsächlich nicht dabei. Das, was am nächsten kommt, ist noch, dass die Apotheke King's Pharmacy genannt wird. Ja gut, es gab Zeiten in seinem Leben, da hätte er sich das durchaus leisten können. Ja. Wahrscheinlich kann er sich heute auch noch leisten, er braucht es nur nicht mehr. Ja, wie gesagt, es gibt einige paar Unterschiede, wie diese Sexszene, die nicht stattfindet, oder eben das Ende. Außerdem gibt es hier einen Soldatencharakter, der im Buch nicht vorkommt, der hier eine größere Rolle hat. Ja. Aber generell, also der Film ist nicht ganz scheiße, drücken wir es mal so aus. Er ist meiner Meinung nach auch an einzelnen Teilen sehr langatmig und sehr aber er ist auf jeden Fall einer der besseren King-Filme. Auf jeden Fall. Aber das er hat nichts zu heißen. Er ist mit 2 Stunden auch für mich ein bisschen zu lang. Da hätte man kürzen können. Und die Computereffekte, also die Monster, sind nicht so gut gealtert. Also man erkennt schon, dass sie am Computer entstanden sind und so eingefügt wurden. Aber ich glaube, die waren auch für 2007 schon nicht gut. Vermutlich. Also das sind so ein paar kleine Punkte. Vielleicht ist es tatsächlich in einer Schwarz-Weiß-Version besser. Definitiv ist es einer der besseren Filme. Kann man schon empfehlen, dass man den mal guckt, wenn man Lust hat. Und Langeweile. Also sagen wir mal so, wenn ihr an dem Abend was Besseres zu tun habt, dann macht was Besseres. Aber wenn ihr so krank auf dem Sofa liegt und nicht wisst, was ihr tun sollt, dann könnt ihr euch... Wenn es draußen neblig ist. Und nebelt, genau. Besser als rausgehen. Okay, dann würde ich sagen, ich erteile... Stefan, hast du zur Serie erstmal was zu sagen, generell noch? Nö, eigentlich nicht. Ich bin gerade etwas schockiert, dass es keine zweite Staffel geben wird, was wohl erst vor ein paar Wochen rauskam. Das nervt mich jetzt so ein bisschen, weil ich mag sowas nicht. Man hat sich mit den Charakteren, die in der Serie ja sehr lang aufgebaut wurden, so befasst und jetzt ist man da so einfach, man erfährt da nichts mehr weiter. Das finde ich ein bisschen sehr schade. Aber generell würdest du es empfehlen, trotzdem wissend, dass es nicht weitergeht, die erste Staffel anzugucken. Ist natürlich schwieriger, wenn man weiß, dass es irgendwie ein jähes Ende genommen hat. Gibt hier so einige auch sehr gute Serien. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Serie unbedingt super gut ist, aber sie war ja durchaus guckbar und hatte Entwicklungspotenzial. Also ist dann immer ein bisschen schwer, da eine Empfehlung abzugeben, sich das jetzt anzugucken. Ganz ehrlich, wenn man weiß, dass es keine zweite Staffel geben wird jetzt, braucht man sich auch nicht anschauen. Okay. Jonas? Ja, also die Serie, ich fand es schwer reinzukommen. Also ich habe da 3, 4, 5 Folgen gebraucht, bis ich wirklich dachte, okay, jetzt gefällt es mir. Es war am Anfang sehr langatmig, diese ganzen Beziehungen, die die Charaktere zueinander haben und was alles dazugehört, das fand ich schon sehr ermüdend. Aber letztendlich fand ich die Serie durchaus sehenswert. Okay. Kann man sich auch, finde ich, trotz der Nicht-Fortsetzung angucken, weil ja, ist halt ein offenes Ende, aber das gibt's ja bei mehreren auch guten Serien. Okay. Meine Meinung dazu, also ich persönlich bin mit der Serie überhaupt nicht warm geworden. Ich fand sie jetzt nicht schlecht, also sie ist technisch ganz gut gemacht, sie ist, glaube ich, auch inhaltlich nicht verkehrt, aber ich habe keinen einzigen Charakter gefunden, der auch nur in Ansätzen sympathisch ist. Und ich fand die alle ziemlich anstrengend und auf die unangenehme Weise Stereotyp, sagen wir es mal so. Was ich allerdings gut fand an der Serie, war dann die ganze Szene innerhalb der Kirche. Da gab es ein paar hübsche Szenen. Ich will jetzt auch nicht so viel sagen dazu, denn ich glaube, die Szene oder die Serie lebt mehr von den kleinen hübschen Szenen als direkt von den Handlungselementen. Drücken wir es mal so aus. Also man kann sich schon angucken, aber ich würde jetzt da nichts anderes dafür sausen lassen. Drücken wir es mal so aus. Hast du die ganze Serie jetzt geguckt oder nur die ersten Folgen? Nee, ich habe
Wie viel gibt's insgesamt? 10 oder so? 10 waren das, glaube ich, ja. Also ich habe nicht das Ende gesehen, ich habe die 8 Folgen oder so habe ich gesehen. Okay, ja, weil so ungefähr ab der Mitte wird's halt interessanter, auch weil die Entwicklung von so einigen Charakteren ja sehr überraschend ist, wie man sie nicht erwartet hat. Ich rede da nur von dem schwulen Freund des angeblich vergewaltigten Mädchens, der sich dann als Psychopather so mehr oder weniger herausstellt, ohne jetzt zu viel zu verraten. Das fand ich sehr interessant eigentlich so, und das hat halt noch viel Luft nach oben gehabt, also für eine zweite Staffel, ne? Deswegen halt traurig, dass das nicht weitergeführt wurde jetzt, ne? Also wie gesagt, ich habe es nicht zu Ende angeguckt, ich kann auch über die Auflösung nicht sagen, ich bin damit echt nicht warm genug geworden, dass ich es mir heute zu Ende angetan. Aber ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Menschen gibt, die sich da wiederfinden und die das gut finden, das kann ich mir gut vorstellen. Aber im Zweifelsfall würde ich eher den Film empfehlen als die Serie. Gut, dann würde ich sagen, haben wir soweit nichts mehr zu tun, außer die Bewertung. Deshalb, Stefan, wie bewertest du die Kurzgeschichte? Wir haben eine Skala von 0 bis 19. Und 19 ist das Beste natürlich, genau. Ne? Ich würde sie tatsächlich so bei 14 einordnen. Einfach, weil es eine sehr interessante Idee ist, die so mit den Urängsten spielt und Entwicklungspotenzial hat. Also hätte er da nicht eine Schreibblockade gehabt, die er damit aufgelöst hätte, hätte er da sicherlich ein sehr gutes Buch draus machen können. Ein mehrere hundert Seiten starkes. Und deswegen, ich finde die Geschichte sehr gut. Okay. Jonas? Ich bin da auch sehr nah dran. Ich gebe 13 Punkte. Ich finde auch Grundidee ist gut, sie hätte aber noch um einiges besser umgesetzt werden können, halt in einer ausführlicheren Geschichte. Okay, Flo? Die Geschichte hat ein paar Fehler. Ich glaube, da sind wir auch drauf eingegangen. Und wenn man so mit anderen Apokalypsen vergleicht, auch mit welchen, die wir schon hatten, wie das Stand, da kackt sie natürlich ab. Aber das kann eine Novelle von 200 Seiten natürlich auch nicht leisten. Trotzdem ist es tatsächlich eine meiner Lieblingsgeschichten. Trotz unsympathischer Hauptfigur, trotz einiger Längen, trotz einiger Probleme, ich gebe 17 Punkte. Bah, bist du gruselig. Okay, ich reiße es dann nach unten raus. Also ich persönlich gebe nur 10 Punkte. Das ist immer noch keine schlechte Bewertung. Man kann es immer noch lesen, es ist vollkommen in Ordnung. Aber was mir halt fehlt, ist wirklich diese ganze Symbolikebene, die King schlicht besser kann und oft auch schöner bringt. Pluspunkte sind, wie gesagt, die ganze Sache mit dem religiösen Eifer und der ganzen biblischen Rhetorik, die da so ein bisschen mit zum Tragen kommt. Und natürlich die Turmverknüpfung. Das hebt, glaube ich, das Niveau der Geschichte ein bisschen, wenn man sich dafür interessiert. Aber ich fand sie weder stilistisch noch inhaltlich so berauschend, dass ich da mehr als 10 Punkte dafür geben würde. Gut, dann sind wir, glaube ich, mit der Buchbesprechung im eigentlichen Sinne durch, oder? Ja, das sind wir. Ich denke, ich auch so sehen, ja. Okay, gut. Dann bleibt mir an der Stelle erstmal nur zu sagen, ganz herzlichen Dank an die Geschichtenkapsel für dieses tolle Projekt und diese tolle Idee mit der Apokalypse. Wie gesagt, wir werden euch da auch verlinken und ihr könnt euch da alle Beiträge, die da in irgendeiner Form mit verknüpft sind, sicherlich im Laufe der Zeiten anhören auf unterschiedlichsten Kanälen. Ich weiß, wie gesagt, es gab diese Haiku-Aktion, es gab die eine oder andere Erwähnung bei dem Holzweg-Podcast, es gab eine Erwähnung bei Sunday Morning und bestimmt noch ganz viele andere. Und diverse andere. Es wird alles gesammelt. Es gibt diverse Hörspiele und Kurzgeschichten. Also es ist eine richtig große Aktion und sie macht mir auch sehr viel Spaß. Hört also da mal rein. Genau, und wir werden euch auch den Trailer zu der ganzen Aktion nochmal hinten rein, hinter das Outro schneiden. Ansonsten bleibt nur noch ein bisschen Hausmeisterei. Die nächste Folge wird über Feuerkind sein, wenn ich mich nicht täusche. Du täuschst dich. Täusche ich dich? Ja, denn unsere nächste Folge wird wieder eine Sonderfolge sein. Ach ja, sein. Natürlich, ja. Da erzählen wir aber jetzt noch nicht so viel, oder? Wollen wir schon verraten? Nee, so richtig wissen wir das selber noch nicht, aber wir werden, sagen wir so viel, wir werden Teil der Night of the Pots sein. Welche Geschichte wir euch da präsentieren, das verraten wir euch noch nicht. Das werdet ihr dann live hören können, sofern uns die Technik nicht betrübt. Danach kommt aber als nächste reguläre Folge Feuerkind. Auch dafür haben wir schon einen Gast. Wofür wir noch keinen Gast haben, ist die Geschichte Sprengstoff. Ich kann diese Geschichte ruhigen Gewissens niemandem empfehlen,
Aber wir bitten euch wirklich, wirklich dringend, wir brauchen dafür einen Gast. Und wenn ihr einigermaßen leidensfähig seid und vielleicht gerne auch über schlechte Geschichten schimpft, dann meldet euch bei uns. Ihr seid da gerne, gerne, gerne herzlich willkommen. Wir würden uns auch freuen, wenn wir diese Folge nicht alleine machen müssten. Bitte melde dich, lieber Gast. Gut, das nur dazu. Ansonsten, wie immer, die Leseliste verlinke ich euch. Und ja, das wäre das dazu. Ansonsten, die nächsten Folgen sind ganz gut durchgeplant. Da haben wir eigentlich überall Gäste. Aber wie gesagt, es gibt noch sehr viele Bücher und Kurzgeschichten, die frei sind, wo wir uns freuen würden, wenn ihr mitmacht. Genau, und es kommen auch ständig neue dazu. Jetzt vor kurzem ist Gwendys Wunschkasten erschienen. Eine Castle Rock-Geschichte. Und im November erscheint Sleeping Beauties, ein Buch, das King zusammen mit seinem Sohn Owen King geschrieben hat. Also, wir werden noch einige Folgen füllen können. Genau. Als allerletzte Schlussnote, und ich weiß, das tun wir echt, echt ungern, weil es wirklich die Stimmung zerhaut. Aber wie einige von euch eventuell schon mitgekriegt haben, ist der Detlef, der Black Mac, verstorben. Black Mac 42, den haben sehr viele von uns schon kennengelernt, entweder über seine Produktion oder als Person kennengelernt, auf Potsdam und ähnlichen Veranstaltungen. War ein wirklich, wirklich fantastischer Mensch und an der Stelle, glaube ich, wollen wir alle kollektiv unser Beileid aussprechen für die Familie und alle engen Freunde. Der Detlef war einer der wirklich tollen Menschen und denen ist es wirklich schade. Und ja, so richtig findet man dafür keine Worte, aber ich wollte es an dieser Stelle trotzdem nochmal ansprechen. Wir waren froh, dass wir dich kennenlernen durften. Du warst ein echter Ordner. Echt in Ordnung und ein guter Kerl. Genau. Mhm. Gut. Seufzt. Dann haben wir jetzt die Stimmung runtergerissen, aber ich glaube, das musste sein. Und mir bleibt jetzt an dieser Stelle nur übrig, mich von euch zu verabschieden. Ich bedanke mich bei unserem Gast, den Stefan. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich beim Flo. Immer sehr gerne. Und ich bedanke mich auch beim Jonas. Gerne und auch vielen Dank an dich, liebe Dela. Und ich danke natürlich wie immer unserer Hörerschaft. Es war wie immer eine Ehre, für euch zu podcasten. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, mit uns zu reden, dann interagiert mit uns über Twitter oder schreibt uns eine E-Mail oder wie auch immer ihr das gerne möchtet. Wir sind jederzeit für euch in irgendeiner Form erreichbar. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann schaut einfach auf unsere Leseliste und schreibt uns an. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, passt auf, dass ihr nicht unter die Räder kommt und viele liebe Grüße. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.